Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Für euch kann es ein bewegter Monat werden, denn viele Liebesplaneten tummeln sich ab Mitte Februar in eurem Partnerhaus. Wenn es sehr spannend wird und ihr eine persönliche Beratung braucht, dann meldet euch einfach bei mir, entweder über meine Homepage oder direkt auf meinem Kundentelefon. Beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In diesem Monat gibt es bei der Verlosung eins meiner Jahreshoroskop-Bücher zu gewinnen und mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Euren Erlebnishintergrund, also die langfristig wirkenden Aspekte, habe ich euch ausführlich im Jahreshoroskop Teil 1 beschrieben und der gilt auch für den Februar. Auch bei den Geburtstagskindern, die Aspekte von den langsam laufenden Planeten empfangen, ändert sich erstmal nichts. Ihr könnt euch also darüber nochmal im Video des Jahreshoroskops informieren oder es auch im Buch nachschlagen. Im Februar werden diese Aspekte wichtig für euch. Das leistungsfördernde Trigon von Saturn empfangen die Geburtstagskinder vom 27. August bis 1. September. Und den Kreativaspekt von Lilith erhalten die Geburtstagskinder vom 1. bis 6. September direkt auf ihre Sonne. Glücksplanet Jupiter inspiriert und unterstützt diesen Monat ganz besonders die Geburtstagskinder vom 13. bis 17. September. Und jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen vom Februar an. Wahrscheinlich habt ihr viel zu tun, denn die Sonne und die Venus und auch der Merkur stehen in eurem sechsten Haus der Arbeit. Da spürt ihr wahrscheinlich auch die Auswirkungen der Mondfinsternis vom 31. Januar. Da kann es zum Beispiel eine Auseinandersetzung um Abmachungen am Arbeitsplatz gehen. Vielleicht wird auch jemand gemobbt oder ausgeschlossen. Wahrscheinlich seid ihr selbst in der Position, dass ihr helfen könnt. Der Mars steht im Schützen in eurem vierten Sonnenhaus der Familie und in einer Spannung zu eurer Sonne. Das kann euch etwas gereizt machen und dafür sorgen, dass ihr zu Hause einige Unruhe habt. Zum Beispiel durch Besuch, der spontan bei euch einfällt oder wenn ihr Söhne habt, kann es auch Stress mit ihnen geben. Ihr solltet dafür sorgen, dass ihr genug Freiraum für euren Rückzug habt, damit es nicht zu Familienkonflikten kommt. Davon ist zunächst die erste Dekade betroffen, und zwar bis zum 11. Februar, und anschließend geht der Mars für den Rest des Monats durch die zweite Dekade. Ein Top-Tag ist für euch der Mittwoch, der 7. Februar. Da ist eure Meinung gefragt und ihr könnt im Gespräch überzeugen und begeistern, und auf dieser Basis könnt ihr auch einen Flirt anfangen. Auch für Festliierte ist es ein guter Tag, zum Beispiel für eine kleine Liebesüberraschung. Am 11. Februar geht die Venus in euer Partnerhaus und das ist eine sehr schöne Konstellation. Ihr seid dann kontaktfreudig und geht offen und herzlich auf andere zu und auch euer Verhältnis zum Partner verläuft dann sehr harmonisch. Davon profitiert zunächst die erste Dekade der Jungfrau und zwar bis zum 19. Februar, anschließend die zweite Dekade bis zum 27. Februar und danach empfängt die dritte Dekade diesen schönen Aspekt bis zum 7. März. Wermutstropfen ist allerdings, dass der Mars sich dazu querstellt, und zwar ab dem 14. Februar und dann für den Rest des Monats. Das würde ich so deuten, dass ein gewisser Stress bei euch zu Hause es euch teilweise schwer machen kann, die Liebeskonstellation zu genießen oder Zeit zu haben, euch auf Begegnungen einzulassen. Das Problem, das ich in der kosmischen Schwingung beschrieben habe, kann sich bei euch sehr gut auf häusliche Angelegenheiten beziehen. Ihr habt vielleicht Abmachungen und Regeln getroffen, wie das Zusammenleben funktionieren soll. Und jetzt im Februar wollen alle ihren Spaß haben und keiner kümmert sich um seine Pflichten. Und wahrscheinlich seid ihr als fürsorgliche Jungfraugeborene wieder mal diejenigen, die den anderen alles hinterherräumen. Und darüber ärgert ihr euch dann. Wisst ihr was? Kümmert euch nicht drum und geht Karneval feiern. Ihr habt schöne Kreativsterne für Kostümierung und Spaß und könnt dabei ganz tolle Leute kennenlernen. Um die Probleme könnt ihr euch hinterher kümmern. Rosenmontag, der 12. Februar, ist sogar ein Top-Tag für euch. Da seid ihr super kreativ und auch festliierte Jungfrauen können dann mit ihrem Schatz viel Spaß haben. Zum Valentinstag am 14. dürft ihr mit vielen Blumen und Grußkarten rechnen, denn die Venus steht in eurem Partnerhaus und wenn sich jemand für euch interessiert, dann wird derjenige oder diejenige sich bestimmt etwas einfallen lassen, um euch eine Freude zu machen. Am 15. Februar ist der Neumond im Zeichen Wassermann und der fällt bei euch ins sechste Sonnenhaus. Und da geht es um Arbeit und Gesundheit. Das sind die Themen für eure Neumondmeditation.
Wenn ihr ein Gesundheitsproblem habt, könnt ihr eine neue Heilmethode oder einen neuen Heiler finden, weil der Neumond in einem guten Aspekt zu Genialitätsplanet Uranus steht und neue, überraschende Problemlösungen verspricht. Auch das Thema Beziehungsarbeit ist angesprochen. Falls ihr also ein Anliegen mit eurem Partner habt, was ihr gerne verbessern möchtet, könnt ihr dafür gute Eingebungen erhalten. Und wenn euch Fragen im Job beschäftigen, bekommt ihr dafür bestimmt auch eine Inspiration. Am Sonntag, den 18. Februar, wechseln erst der Merkur und dann die Sonne ins Zeichen Fische und damit dann ebenfalls in euer Partnerhaus. Ihr habt dann bis zum Monatsende 5 Planeten im Partnerhaus und könnt euch über mangelnde Zuwendung und Aufmerksamkeit wirklich nicht beklagen. Und ihr habt auch selbst Lust, euch in Begegnungen und in eurer Partnerschaft einzubringen. Also genießt es. Das sind super schöne Romantikkonstellationen, mit denen ihr euch auch heiß verlieben könnt. Aber auch wenn ich mich wiederhole, denkt an die 90-Tage-Regel, wenn ihr jemanden kennenlernt. Denn diese Konstellationen betonen natürlich sehr die romantische, aber auch illusionäre Kraft von Neptun, der ja mittendrin in eurem Partnerhaus steht. Und ihr könnt leider nie sicher sein, ob jemand, den ihr gerade kennenlernt, nicht noch ein Geheimnis hat. Deshalb genießt erstmal, aber lasst euch Zeit, bevor ihr euer Herz verschenkt. Wenn euch jemand wirklich mag, wird die Person dafür Verständnis haben, dass ihr sie erst näher kennenlernen wollt. Und wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, bleibt in enger Tuchfühlung mit eurem Schatz, damit der sich nicht woanders hinträumt. Wenn ihr das beachtet, wird der Monat bestimmt sehr romantisch für euch, besonders in der zweiten Monatshälfte. Da gibt es dann auch 2 Top-Tage für euch, nämlich Mittwoch, der 21. Februar. Das ist eine schöne Zeitqualität für Liebespläne, die das Potenzial haben, auch wirklich umgesetzt zu werden. Und der Montag, der 26. Februar, sieht auch sehr gut aus, sowohl für eure Freundschaften als auch für tolle Begegnungen oder wenn ihr kreativ sein wollt. Das waren eure Konstellationen im Februar. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei oder ruft auf meinem Kundentelefon an. Dann könnt ihr eure Wunschberatung bei mir buchen. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mit meiner Webinarreihe Antonias Sterne geht es dann im März wieder weiter. Der nächste Termin ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eine Ausgabe meines Jahreshoroskops als Buch gewinnen. Mit eurem Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und allen wichtigen Daten und Zahlen des Jahres bis Dezember. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch das Buch kauft, denn dann habt ihr nicht nur ein schönes Buch mit den Tendenzen für das ganze Jahr, sondern ihr unterstützt damit auch meine Arbeit für die kostenlosen Horoskop-Videos. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir einfach einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch für euren Erlebnishintergrund auch nochmal Teil 1 eures Jahreshoroskops als Video an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt es auch in meinen Video-Specials. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.